to really close. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Jetzt. So, Operationsbasis dann. Ah. Am Metabulator kann ich mich zum Einsatz teleportieren, okay? Interessant. Okay. Ah, da vorne bist du, okay? ein hilfsbedürftiger Zivilist funkt mich gerade. Jawohl. Wie kann ich Ihnen das nur vergelten? Oh, ich kriege eine Winterjacke Wolke. Moment, Moment. Ich habe noch neue Sachen im Inventar. So. Eine AK. Dann habe ich noch bekommen eine ACOG Zieloptik. Guck mal, ich habe einen Rucksack. Der sieht echt cool aus. In Blau. Mit dem Inventar, ne? Ich möchte noch die Jacke in der Wolke anschauen. Die Farbe Wolke. Ach ja, genau, Aussehen. Nein, ich ziehe ich doch gerade mal an die Wolke. Was habe ich an? Eine einfache Jacke. Ich habe eine Wolke an. Du hast eine Wolke an. Wieso drücke ich immer E? Ich bin die Wolke. Du bist die Wolke. Uha. Dann habe ich an ein... Ich habe ein schickes Hemd. Ein rotes. Ich glaube, blau ist zum Rucksack passt. Naja, ein bisschen bunt ist doch. Ja, stimmt auch. Du musst dir mal so ein bisschen in dieses triste Ganze ein bisschen Farbe rein. Da drin gibt es zahlreiche Feinde, Agent. Sie halten Dr. Campbell und ihr Team gefangen. Wir brauchen sie in der Basis als Personal für unsere medizinische Abteilung. Okay. Wir bleiben hier als Rückendeckung. Wenn Sie das medizinische Personal herbringen, geben wir Geleitschutz. Rückendeckung, Die stehen nachher wieder im Weg. Wenn Sie mir Zugang zum Sicherheitssystem verschaffen, könnte ich Kendalls Aufenthaltsort finden. Da liegt ein grünes Teil. Oh, aber hinter. Ein Nachbarsinnanschluss. Du kannst natürlich nicht auf der Seite laufen. Wer, ich? Ja. Warum sollte ich? Auf der Seite laufen kann jeder. Ich bin drin. Mal sehen, was ich finde. Sehen Sie die Bilder der Überwachungskameras? Kendall und ihr Stab werden anscheinend gezwungen, ihre Verwundeten zu behandeln. Nur deshalb sind sie noch am Leben. Ein Brandgeschoss. Oh. Ist eigentlich da hinten auch noch was? Gott. Sieht aus, als wären auch Leute oben in einem Restaurant. Im Restaurant? Da gibt's bestimmt was zu essen. Da sind jede Menge von den Typen, aber wenn sie die Deckung nutzen, können sie ohne Gefahr ausschalten. Keine Bedrohung? Das glaube ich nicht. Weil die weiter hinten sind. Ah ja.
weitere Feinde entdeckt. Granaten können sie selber futtern. Warnung, weitere Feinde entdeckt. Hey, der hat mich Hund genannt. Überraschung. Kendall und ihr Stab sind noch oben, eingesperrt in der Küche von Kobis. Oh, hier gibt's ein paar gute Sachen. Gibt's hier nicht irgendwo noch zusätzliche Muni doch hier, ne? Ja, da hinten liegt ist noch eine Kiste. Zeig ich dir gleich, wenn ich fertig bin mit Loot. Hab sie schon, hab sie schon. Okay. Gucken, ob wir irgendwas davon brauchen können. Oh ja. Bitte. Schnell meine Waffe modifizieren. Ich habe noch neue Knieschoner. In grün. Oh. Ja. Ein ganzes Prozent Stabilität kriege ich. Uhuhu. Ey. Ist ein halbes mehr als ich. Ja. Hab ich wohl nötig anscheinend. weiter geht's. Oh ja, Aufzug. Das heißt, die hätten den Garden ziemlich verwüstet. Es hätte meinem Vater das Herz gebrochen, ihn so zu sehen. Wir haben uns hier oft Spiele angesehen. Ich glaube, es ist ganz gut, dass meine Eltern das alles nicht mehr mitkriegen. Und dann denke ich an die Leute, die trotz allem weitermachen. Für die tun wir das hier, Agent. Holen Sie sie raus. Na, naja, wobei hier... Warte mal, hier ist irgendwo noch eine... Hier ist noch eine Kiste irgendwo. Behandelt worden, bevor sie erschossen wurden. Also passen Sie auf. Warte, hier war noch was. Da ist ein Rucksack. Ja, und hier geht irgendwo eine Tür rein. Ja, hier. Hast du sowas? So ein Dietrich-Set. Ja, eins habe ich. Hier müssen wir ziemlich fix durch, weil giftig. Aber es lohnt sich. Gab irgendwie. Warte mal, ich hab einen Rucksack für dich. So, und ich, dann habe ich noch irgendwas gefunden. Ich meine, das ist irgendein. Ah. Kannst du den Rucksack brauchen? Ja. Gut. Siehst du, gab doch was Gutes. Ja. Gab's denn da drin? Ja. Für mich gab's nur eine Pistole. Den habe ich da gerade rausgeholt. So. Auf geht's! Warte mal, ich werde mal kurz... Das ist unsere Chance. Schrecklich.
den Kopf unten halten und Ruhe bewahren. Ja, ja. Feinde entdeckt. Mit was schießt du da nicht mal? Das ist die Granate, wo du das Medizin hast. Ah, das ist die Haftgranate. Wird vom Dach aus unter Feuer genommen. Sie kann erst weiter, wenn sie da hochgehen und den Schützen ausschalten. Hier ist noch irgendwas. Wir sitzen fest. Wir kommen hier niemals lebend raus, wenn keiner da hochgeht und die schweren Waffen ausschaltet. Ja, ja. Agent. Wir kommen ja schon. Sieht so aus, als müssten wir wirklich zu zweit die ganze Stadt retten. Nun ja denn. Alpha Eskorte, wir haben einen Agenten auf dem Dach. Hat Kendall es zu Ihnen geschafft? Bestätigt. Sie und Ihr Stab sind gerade eingetroffen. Sobald das Dach feindfrei ist, bringen wir Sie in Sicherheit. Jetzt muss ich gerade mal kurz was gucken. Ich sehe nichts von diesem ganzen Rauch von den komischen Granaten. Die rennen alle weg. Würde ich auch, wenn wir kommen. Da kommt einer gleich. Komm. Die sind alle tot, hast du es gehört? Wir haben die Mediziner in Sicherheit gebracht. Kendall und ihren Stab. Keine Verluste. Das war ein guter Anfang, Agent. Ich wünschte, ich hätte Ihnen den Rücken frei halten können, aber wir sind so ein gutes Team. Wenn Sie wieder in der Basis sind, reden wir mit Kendall und sehen, was sie für uns tun kann. War ziemlich nice, ne? Wenn ich mir überlege, wie wir da in der Beta gekämpft haben. Oh ja.
Oh ja. Haben wir dieses Event hier nicht aufgegeben sogar? Das kann gut sein. Das ist gut möglich, dass wir hier gesagt haben, Jetzt bin ich fast runtergesprungen. Tja. Lass uns den medizinischen Flügel entsperren. Genau, gehen wir mal gucken. Da drin sieht's ja aus, ey, wirklich. Da muss echt mal jemand aufräumen. Auf jeden Fall. Gut, dass wir schon mal die Medizinfrau gefunden haben. Schleich. Also das Stück könnte man doch auch rein, ne? Ne, irgendwie, aber nein, wir müssen ja... Wir könnten ja kontaminiert sein, Mensch. Ich hab hier ein Teil, das nach Ihnen ruft. So, Video. Na, wen haben wir denn da? Danke für Ihre Hilfe im Garten. Ich war ja schon früher in unfreundlichen Arbeitsumgebungen, aber... Wie es aussieht, kann man mit diesem Arbeitsplatz auch keinen Preis gewinnen. Antike Ausrüstung, kein Personal, draußen stehen die Patienten Schlange. Das wird einfach nicht reichen. Wir tun, was wir können, Dr. Kendall. Jeden Vorschlag, den Sie haben, nehme ich gern entgegen. Ich weiß, Teufel, Fliegen und so weiter. Was zählt ist, dass wir das Virus besiegen, aber dazu müsste ich erst mal mehr darüber wissen. Das wäre ein guter Anfang. Sarah ist ziemlich sicher, dass ein Dr. Gordon Amherst etwas mit dem Ausbruch zu tun hatte. Ach Gott, das Arschloch. Ich habe ihn mal an der Columbia gehört, da gab es fast eine Schlägerei. Wenn er beteiligt ist, muss ich mit ihm reden. Alles, was Sie von ihm finden können. Notizen, Laptops, persönliche Freunde, ich brauche alles. Wir müssen über lebende Proben reden und Antikörper. Sie haben viel zu tun. Und Sie werden? Probleme lösen, Leben retten. Nun, wenn Sie entschuldigen, fange ich gleich an. Ich mag hier ein bisschen Humor. Ja, ne? Sie hat irgendwie sowas Ehrliches. Ja. So. Medizin. Jeder Flügel hat 10 Ausbauten. Der medizinische Flügel erfordert Medizinflügelgüter für jeden Ausbau, den Sie vornehmen wollen. Man erhält Medizinflügelgüter, indem man medizinische Einsätze und medizinische Kämpfe abschließt. Jeder Ausbau trägt prozentual zum Fortschritt des Flügels bei. Jeder Flügelausbau entsperrt eine Fertigkeit, Fertigkeiten, Mods oder Talente. Jawohl. Jeder durchgeführte Ausbau bringt Ihnen einen oder mehrere Vorteile ein. Alle Vorteile sind im Vorteileregister des Fähigkeitenmenüs aufgelistet. Führen wir den ersten Ausbau durch. Na, das nenne ich mal eine Verbesserung. Sie sollten das in Rechnung stellen. So, und was nehmen wir mal als nächstes? Ausbau. Erste Hilfe. Ein weiteres Erste Hilfe. Ich werde noch nichts nehmen. Ich werde... die Punkte aufsparen. Okay. Und dann nämlich das Virenlabor entsperren. Aha. Und danach die Katastrophenhilfe, weil dann gibt es den Erholungslink. Die ich uns beiden kenne. Das ist diese automatische, oder nein, diese nicht ganz automatische Wiederbelebung. Ja, alles klar. Ich weiß Bescheid. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das mal zu unserer Rettung beitragen könnte. Und jetzt ist es eine Klinik. Endlich genug Personal, um Zivilisten zu behandeln. Wir haben alle Hände voll zu tun. Eine Fertigkeit nicht zugewiesen. Genau. Dann wollen wir mal gucken, was wir hier anlegen können. Was haben wir hier?
Heilt Erste Hilfe, heilt alle Verbündeten in einem kleinen Umkreis. Die Vorrichtung kann an Ort und Stelle benutzt oder zu einem entfernten Ziel befördert werden. Okay, dann werden wir das mal nehmen, ne? Ich glaube auch. So, dann blinkt nur Vorteile, medizinisch. Medizinischer Flügel, Ausbau, Klinik. Erweitert das Erste-Hilfe-Set Inventar um einen Platz. Um einen Platz, ne? Sehr gut. Und es blinkt das Inventar. Was haben wir hier denn Schönes? Ja. Ein Schnellwechselmagazin. Eine neue Weste. Hast du einen guten Holster, einen Vierer? Ja, der Strafvollzugsholster, okay. An Stufe 3. Möchtest du einen Vierer? Nö, ist schon gut. Okay. Dann bringe ich das gleich zum Höker. Ja, ich werde auch ich aussehen. Hab noch einen... Ah, ein Hut. Was habe ich denn bekommen? Ein Hut, ein Stock. Eine Ushanka in Grün, die ich definitiv nicht anziehe. Warum nicht? Weil ich nicht so rumlaufe. Warum nicht? Moment, eine Fertigkeit nicht zugewiesen. Ah, alles klar. Dann nehmen wir mal das noch dazu. Ich habe nicht aufgepasst. Okay. Gut. Jetzt gehen wir mal. Wie wollen Sie von da hinten irgendwas kaufen? Keiner macht Ihnen einen besseren Preis. Ich möchte verkaufen. Und zwar. Dann machen wir mal das ganze Zeug da zu Kohle, ne? Mhm. Spannend, wie ich da alles verkauf. Dafür noch nicht mal richtig Kohle kriegst. Das ist irgendwie alles nicht viel wert. Ja. Aber ich muss noch mal schnell meine Waffe modifizieren. Ja. Ich habe, wir verpassen da jetzt mal ein schickes Outfit. In Knatschrot. Ja, Waffe. Cool. Ob das 1% Stabilität? Ja. Ein ganzes, Mensch. Ob das jetzt mit dem Fernrohr so klug war? Ich glaube nicht. Ich gehe mal kurz raus und schauen wir das mal an. So. Ja, ich passe auf mich auf. Ja, unbedingt. Wir können uns keine Verluste mehr leisten, sagt sie, okay. Ja, wir werden es rausfinden.